Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Zeit mit Gott. Herzlich willkommen im Christmas Routemaster 3RX, auch bekannt als der wundersame Weihnachtsbus. Ich muss leider die Crew für heute entschuldigen. Nach dem vergangenen Wochenende melden sich unsere Reiseleitung Amelie, sowohl die Stewardess als auch die Gepäckträger, krank. Aber ich freue mich auf die Tour heute mit Ihnen, kurz vor Weihnachten. Und ich schaue. Ich denke, wir sind startklar. Wir können losfahren. Kommen Sie. Wow, was für ein großartiges Wochenende liegt hinter uns und ich darf heute noch einmal hier sein und ich begrüße alle, die heute auch mit mir hier sind und zwar in diesem wundersamen Weihnachtsbus, mit dem man noch einmal in seine Geschichte fahren kann. Ein herzliches Hallo an alle aus der ICF Karlsruhe Family, an alle Standorte, an unsere Podcast-Hörer und natürlich an die Zuschauer vom Baden TV. Und ich freue mich, dass ich nicht allein unterwegs bin, sondern der Busfahrer wird mich auf dieser Fahrt begleiten und ich freue mich, dass er hier ist. Gerne. Genau. Ja, ein wunderbares Wochenende. Ich habe nur zwei Tipps, wenn du es verpasst hast, dieses Musical zu sehen. Save the date für nächstes Jahr, Weihnachten, Neuer Leben 2018, sei mit dabei, sonst hast du wirklich was verpasst. Und wer es nochmal sehen möchte, auch auf Baden TV kann man es an Heiligabend sehen, das Musical. Ja, aber wir kommen jetzt raus aus diesem Musical und gehen in die Zeit von Weihnachten. Wir haben noch eine Woche bis Heiligabend und wir sind sehr gespannt. Wir haben ja in unserem Musical eine Achterbahn mitgemacht mit Höhen, Tiefen, Lachen, Weinen, mit Glück und Schmerz. Genau. Und diese Achterbahn, die wartet auf den einen oder anderen auch von uns an Weihnachten. Ja, wir bereiten uns drauf vor, jetzt mit Wohnungsschmücken, die letzten Geschäfte werden noch getätigt und dann soll es schon losgehen und ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Predigt, mit diesem Impuls einfach einen kleinen Beitrag leisten kann dazu, dass du dich gut auf Weihnachten vorbereiten kannst, denn an Weihnachten erwartet uns alle genau diese Achterbahn von Höhen und Tiefen, von Lachen und Weinen, von Glück und Schmerz. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt vor allem daran, weil Weihnachten das Beziehungsfest schlechthin ist. Deswegen erwarten wir das alle unterschiedlich. Für die einen ist das ein absolut toller Tag, für die anderen ist das eher ein ganz schwieriger Tag im Jahr. Du kannst alle anderen Feste im Jahr kannst du sehen, wie du möchtest. Du kannst sie feiern oder nicht. Silvester kannst du reinschlafen oder du kannst es knallen lassen. Du kannst Erntedank ignorieren oder feiern, aber Weihnachten, an dem Fest kommt keiner vorbei. Es ist wie eine Momentaufnahme auf unsere Beziehungen, die wir haben. Vor allem auf die engsten Beziehungen, eigentlich auf unsere Familie. Das, was wir als Familie nennen würden. Das heißt, so den engsten Kreis, den wir haben. Und Dinge ändern sich, wenn wir an Weihnachten denken. Es ist so, als Kind freut man sich in aller Regel auf Weihnachten. Da ist so ein gewisser Zauber da. Als Erwachsener ändert sich das dann langsam. Da ist nicht mehr so der große Zauber da. Woran liegt das? Ich glaube, dass viele Veränderungen damit zu tun haben, dass sich Beziehungen, diese engen Beziehungen um uns herum, unser Beziehungsgeflecht einfach verändert und dass Weihnachten so eine Art wirklich Kontrast ist, wo man das am stärksten merkt. Ich zum Beispiel kann sagen, für mich war Weihnachten immer ein ganz, ganz toller Tag, ein ganz toller Moment, den ich als Kind genossen habe, als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener. Und bei mir hat sich irgendwann was verändert in meinem Beziehungsumfeld, in meiner Familie. Das war der Tag, als bei mir in meiner Familie mein Vater 2005 verstorben ist. Und das Einzige, was wir noch hatten, war ein kleines Teelicht, was wir aufgestellt haben in der Mauer, in unserer Wand. Wir haben ganz viel Weihnachtsdeko im ganzen Haus verteilt und er hat gesagt, das hier ist meine Weihnachtsdeko, ein einfaches kleines Licht. Und nachdem er nicht mehr da war, haben wir dieses Licht entzündet und haben es einfach wieder in die Mauer gestellt. Das war etwas, wo etwas im Beziehungsgeflecht bei mir sich verändert hat und damit hat sich Weihnachten für mich komplett verändert. Jahre später gab es einen neuen Moment, das war, wo meine Tochter auf die Welt kam und wo sie bewusst
Weihnachten mit uns zusammen erlebt hat, das war auch ein ganz besonderer Moment und das war ein tolles Verändern von Weihnachten. Ab da war Weihnachten auch für mich wieder was ganz anderes als Vater, das zu erleben mit der Familie zusammen. Und ich glaube, so merken wir, dass wenn sich Dinge um uns verändern, dass sich einfach auch unser Weihnachten verändert. Und das ist auch Weihnachten, ein Fest, an dem sich etwas verändert hat, weil jemand etwas angefangen hat. Jemand hat etwas angefangen. Und zwar hat es mit einer engen Beziehung zu tun, mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dort hat sich was verändert, jemand hat etwas gemacht. Etwas, was klein angefangen, ganz klein an Weihnachten angefangen hat. Und ich möchte ein bisschen über dieses Thema Veränderung nachdenken, was es bedeutet für dich und für mich und wie sich das auf unsere Beziehungen und an Weihnachten auswirkt. Veränderung geschieht immer da, wo sich jemand entscheidet, etwas zu tun, wo jemand anfängt, etwas anfängt oder etwas aufhört. Das heißt, Veränderung hat damit zu tun mit einer Person, mit einer Entscheidung und dann mit einer darauf folgenden Handlung. Wenn wir zum Beispiel die Beziehung von Opa Oskar anschauen. Opa Oskar hat entschieden, etwas zu verändern. Er hat gesagt, er entscheidet sich für eine andere Frau und hat diese Handlung durchgeführt. Und dann hatte das extreme Auswirkungen auf das Weihnachten seiner Tochter. Weihnachten war ab da für seine Tochter Amy nicht mehr das, was es bis dahin gewesen ist. Und das war jetzt das Tragische. Das Tolle ist, wo er auch wieder etwas angefangen hat und etwas verändert hat, wo er angefangen hat, sich seiner Vergangenheit zu stellen und angefangen hat, einen Schritt auf seine Tochter Amy zuzugehen. Auch da hat sich das Weihnachten für Amy wieder komplett verändert. Ja, es wurde zu einem ganz tollen Fest. Es war ein Neuanfang, weil er für sich etwas entschieden hatte und daraufhin gehandelt hatte. Und ich glaube, jeder von uns trägt in sich so diesen Wunsch, wenn es um Weihnachten geht, nach Zuhause, nach Liebe und nach Frieden. Ich glaube, diese Dinge gehören alle zusammen, wenn wir an Familie denken und an Weihnachten. Das ist so das Engste, was auch Familie und Zuhause ausmacht, egal wie diese Familie aussieht. Und viele von uns erleben aber, dass es nicht so ist. Gerade dieses Thema Zuhause, nach Hause kommen, ist nicht für jeden ein tolles Erlebnis. Liebe ist nicht immer vorhanden, Frieden ist oft ganz fehlend und deswegen ist Weihnachten da so stark, weil es da wie so ein Kontrastmittel reingeht und zeigt, wie es um diese Dinge bestellt ist an Weihnachten. Und für mich ist aber so, dass Weihnachten nicht nur ein Kontrastmittel ist, sondern gleichzeitig auch den Inhalt liefert und die Information, wie Dinge in einem Beziehungsgeflecht sich für uns verändern können. Und das möchte ich einfach zusammen anschauen. Etwas verändert sich. Einer hat damit angefangen und dadurch hat sich etwas verändert. Das passt auf unser Musical, das passt aber auch auf Weihnachten, es passt auf fast jede Situation im Leben. Und es hat mit dieser Aussage zu tun, einer hat damit angefangen. Wenn wir diesen Satz hören, einer hat damit angefangen, dann merke ich, das macht was mit mir, vielleicht auch mit dir. Wo kommt dieser Satz vor? Wo begegnet er uns? Er begegnet uns eher so wie eine Frage oft, wer hat damit angefangen? Und wenn die Frage kommt, da ist bei mir sofort so diese Szene vom Schulhof, wo zwei sich streiten und der Lehrer geht irgendwann dazwischen, nimmt die zwei auseinander und dann stellt er die Frage, wer hat damit angefangen? Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, wo wir gerne einsteigen würden jetzt an dem Punkt, um zu sagen, was bedeutet das? Was passiert mit mir, wenn ich diese Frage stelle? Das Erste, was ich anschauen möchte, ist meine Haltung. Diese Frage, wer hat damit angefangen? Und diese Frage, wenn du sie genau anschaust, hat damit zu tun, dass du versuchst herauszufinden, wer der Schuldige ist. Ja, die Lehrerin im Schulhof stellt die Frage nicht, um am Ende irgendjemanden freizusprechen und sagen, okay, du warst es nicht, sondern es geht eigentlich darum, den Schuldigen zu suchen. Ich denke dabei an eine Geschichte von Jesus, der mit einer Ehebrecherin konfrontiert worden ist. Und mit dieser Ehebrecherin, Männer haben sie zu ihr gebracht und haben gesagt, Jesus, die hat es verbockt, die hat daneben gelegen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Steine aufgenommen. Jeder hat einen Stein in die Hand genommen und die waren größer wie die jetzt hier und haben im Grunde gesagt, Jesus, wenn du das Urteil sprichst, dann werfen wir. Ja? Weil wer hat damit angefangen? Sie hat damit angefangen, sie hat daneben gelegen, sie hat es verbockt, also werfen wir, wenn du sie schuldig sprichst. Bei uns ist es genauso, wir sammeln Informationen und wir fragen, wer damit angefangen hat, um am Ende zu entscheiden, auf wen wir werfen können, damit wir auch nicht die falsche Person treffen. Das ist das normale Verhalten, was wir haben. Wir nehmen diese Steine auf, wenn wir fragen, wer mit etwas angefangen hat. Und wenn ich festgestellt habe, wer es verbockt hat, wer Schuld trägt an einer Situation, hat das für mich natürlich Folgen, weil ich weiß, ich kriege den Freispruch.
ich muss daraufhin nichts mehr machen. Ich bin praktisch raus aus der Nummer. Ich kann mich entspannen. Da wird für mich keine Konsequenz kommen. Das heißt immer, der Ball liegt beim anderen. Der andere muss jetzt handeln, der andere muss reagieren. Ich selber muss ab hier eigentlich nichts mehr machen. Das ist so, wie wir das sehen. Wenn wir sagen, du hast es angefangen, dann musst du es auch wieder beenden. Ja, wenn du etwas verbockt hast, dann hast du auch die Strafe dafür zu tragen. Dann hast du die Konsequenzen dafür zu tragen. Ich muss hier an der Situation nichts ändern. Weihnachten hat einen ganz anderen Ansatz. Das Zweite ist einfach zu sagen, meine Sichtweise muss ich ändern. Dinge ereignen sich nicht einfach. Ja, wenn sich zwei Kinder im Schulhof streiten, dann hat sich der Streit nicht einfach ereignet, sondern irgendjemand hat tatsächlich damit angefangen. Ob bewusst oder unbewusst, kommt ein Streit, ein Konflikt nur daher, wenn jemand wirklich irgendwo anfängt, was zu tun oder zu lassen. Geht bis ins Große rein, Krieg und Frieden. Ja? Krieg gibt es auch nur, wenn jemand sich entscheidet, etwas zu tun und darauf die Handlung folgt. Frieden aber genauso. Wenn wir jetzt Opa Oskar nehmen, die Sachen, die er erlebt hat, haben sich nicht einfach in seinem Leben ereignet, sondern es hat damit zu tun, dass er irgendwann entschieden hat und daraushin eine Handlung gefolgt ist und die wiederum hat das bewirkt, was er erlebt hat. Im Positiven am Ende mit der Versöhnung, wie aber auch als Negative am Anfang, wo alles in seinem Leben zerbrochen ist. Die Frage natürlich, die man jetzt berechtigt stellen kann, ist, was hat das mit Weihnachten zu tun? Was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Das ist, der entscheidende Punkt ist der, dass auch Weihnachten sich nicht einfach ereignet hat. Weihnachten ist auch eine Sache, wo eine Person etwas entschieden hat und daraufhin eine Handlung gefolgt ist. Das ist Weihnachten. Und was hat sich an Weihnachten verändert und was hat angefangen, was hat sich verändert in den Beziehungen? Weihnachten ist meiner Meinung nach nicht ohne Grund das Beziehungsfest des Jahres, weil es greift die Beziehung auf, die als allererstes da war. Wenn man jetzt mal zurückdenkt und du fängst an, die Bibel zu lesen am Anfang, da siehst du, dass die erste Beziehung gar nicht zwischen Adam und Eva war, sondern die erste Beziehung war zwischen Adam und Gott. Und diese Beziehung hat einen Knacks abbekommen. Die ging in die Brüche. Wie ist das passiert? Es hat ganz klein angefangen, so wie alles irgendwie klein anfängt, indem man einfach diese Sache hatte, eine Frucht, kann ein Apfel gewesen sein oder irgendwas anderes. Die Bibel berichtet darüber, wie Adam und Gott am Anfang harmonisch zusammengelebt haben und dann ist etwas passiert. Sie haben diese Frucht genommen von dem Baum, sie haben davon gegessen, eine kleine Sache, die dann aber ganz viel verändert hat. Es war die Handlung eines einzelnen Mannes, die an jedem Tage alles verändert hat. Ein paradiesisches Zuhause wurde zu einem unbetretbaren Ort. Kinder, die miteinander spielen sollten, fingen an, sich gegenseitig umzubringen. Der Acker war voller Steine, die Arbeit mühsam und das Gebären von Kindern eine Qual. Wow, wenn wir jetzt die Reaktion lesen auf dieses Ereignis in der Bibel, ist es sehr interessant. Wir lesen am Anfang in Mose, wie Gott und Adam darauf reagieren. Gott fragt Adam, er sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragt Gott Adam, hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigt sie sich. Tja, und da geht's los. Genau wie auf dem Schulhof. Wer hat angefangen? Immer der andere. Ja, Adam sagt, die Frau war's. Die Frau sagt, die Schlange war's. Die Schlange sagt mal gar nichts. Aber am Ende könnte man sogar drehen und sagen, Gott, eigentlich bist ja du dran schuld. Warum hast du überhaupt den Baum dahingestellt? Ja? Und warum ist es überhaupt so gewesen? Warum hast du nicht die Schlange vorher kaputt gemacht? Jetzt bist du eigentlich schuld daran, dass es so geworden ist. Egal wie es gelaufen ist, am Ende, sagen wir, ist die Beziehung zerbrochen zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und Gott hätte ja auch so reagieren können und hätte sagen können, hey, du hast es verbockt, Mensch. Du bist schuld daran, jetzt guck, was du damit machst. Ja, ich werfe Steine auf dich und ich halte mich raus, guck selber, wie du weiterkommst. Aber Gott hat sich entschieden, es anders zu machen und deswegen gibt es Weihnachten. Und wir vergessen manchmal, dass Gott auch diese zwei Optionen hat, so wie wir auch. Er kann entscheiden, links oder rechts, Krieg oder Frieden, Versöhnung oder Entfremdung. Ja?
für immer. Und Gott hat sich entschieden mit Weihnachten. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 3, Vers 17. Dort steht: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Gott entscheidet sich, nicht zu richten, sondern zu retten. Gott hätte auch einfach als mächtiger Herrscher kommen können. Das hätte nicht dieses kleine Baby sein müssen und dass er so auf die Welt kommt, sondern er hätte auch kommen können und hätte sagen können, ich nehme alles an mich, ich reiße das Ruder rum, jetzt sorge ich für Ordnung in dem ganzen Laden und ich spreche Recht, weil es ist mein gutes Recht, hier wieder Ordnung reinzubringen. Und manche von uns fordern, dass Gott das ja manchmal tun soll, aber Gott hat sich anders entschieden. Die Frage ist, warum hat Gott auf sein Recht verzichtet, uns unsere Schuld heimzuzahlen? Warum war das so? Weil es nicht um Schuld geht, sondern um Liebe. Genau, denn es steht da, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sein Motor war tatsächlich die Liebe. Es gibt ein schönes Zitat, das geht so: Krieg fängst du an, wenn du etwas gewinnen willst. Frieden fängst du an, wenn du etwas nicht verlieren willst. Wunderschönes Zitat, ist von mir. Wäre Gott als mächtiger Herrscher gekommen und hätte Tabula Rasa gemacht, so wie wir uns das gewünscht hätten, und wieder die Kontrolle gewonnen über diese Welt und alles, was darauf lebt, hätte er etwas Wichtiges verloren, und nämlich den Menschen. Weil dann wären du und ich, wir wären alle nicht gut davon gekommen, es hätte uns alle getroffen, wir hätten alle irgendwie so einen Stein abbekommen, weil wir alle nicht ohne Schuld geblieben sind in unserem Leben. Und deswegen hat Weihnachten jemand angefangen, auf sein Recht zu verzichten und zu richten und sich entschieden zu retten aus Liebe. Das ist Weihnachten. Und damit ist Weihnachten auch unsere Chance, nämlich genau das Gleiche zu tun. Wir können uns entscheiden, wollen wir retten oder wollen wir richten? Und jetzt kannst du selber mal in dein Herz reinschauen und sagen, ja, wen richtest du in deinem Herzen? Wo sagst du, hey, wen oder was richte ich? Und wen oder was würde ich gerne retten? Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt die Situation, dass du sagst, ich kann eine Schlacht gewinnen, aber den ganzen Krieg am Ende verlieren. Ja, und das ist eine schwierige Situation. Oder du sagst, ich kann einen Streit gewinnen, jetzt mal in einer Beziehung, auch in einer Familie. Ich kann einen Familienstreit gewinnen und kann dabei die Familie verlieren. Oder eine wichtige Person verlieren. Eine Freundschaft verlieren. Ja, und das ist die Situation, wenn wir diese Steine, die uns alle rechtmäßig zustehen, solange wir die in den Händen halten, diese Steine, und sie nicht weglegen, das ist unser Recht, was wir eigentlich haben, weil jemand anders hat angefangen. Wir hätten das Recht, diese Steine in unseren Händen zu behalten und damit zu reagieren und zu richten. Und erst wenn wir uns auf unser Recht verzichten, dass wir richten und sagen, nein, wir legen die Steine weg, haben wir die Hände frei für Versöhnung und zu retten. Dann kannst du jemandem helfen, kannst jemanden nehmen und kannst ihn retten. Das ist unsere Entscheidung und das ist das, was wir an Weihnachten sehen. An Weihnachten hat jemand angefangen, nicht nur auf sein Recht zu verzichten, sondern auch auf seinen Status. Wir lesen das in Philipper Kapitel 2, da steht, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott verließ seine Komfortzone. Gott kam aus seinem Schützengraben raus. Gott machte sich verwundbar. Gott kam und hielt die Hände hin und das bis zum Ende. Und das erinnert mich an eine Geschichte von der Westfront aus dem Jahr 1914. Alles dafür geben, jetzt zu Hause zu sein.
Frohe Weihnachten, Kamerad. Nächstes Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Zu Hause? Wir werden hier drin alle jämmerlich verrecken. Ein Brite kommt! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Was macht er da? Nein! Otto! Nein! Bist du lebensmüde? Was macht er da? Was passiert? Ich erschossen. Mich schießen! Rausgehen. Mich schießen! Was ist da vor? Siehst du was? Ich seh nix. Warum schießt da keiner? Ich bleib hier. Ich schau mal. Ich schau da. Otto! Was passiert? Noch mehr. Die geben sich die Hand. Die reden miteinander. My name is Jim. Mein Name ist Otto. Merry Christmas, Otto. Frohe Weihnachten. Was soll das bedeuten? Was soll das zu heißen? Oh, wait. I got something for you. Was geschieht? It's my favorite chocolate. Merry Christmas. Komm mal her. You like it? Die Hand. Ich glaube es. Danke. Ist vorbei. Hi. Mein Name ist Hans. Frohe Weihnachten. Ich heiße Michael. Frohe Weihnachten. Steven. Merry Christmas. Schön, dich zu sehen. Frohe Weihnachten. Hey. Hallo. Hallo. Frohe Weihnachten. Was für eine besondere Nacht. Hallo. Frohe Weihnachten. Silent. Silent Night. Der Engländer hat den Krieg nicht angefangen, aber er hat sich entschlossen, ihn zu beenden. Und daraufhin ist er aus seinem Graben rausgekommen und hat sich den Deutschen ausgeliefert, ohne zu wissen, was sie machen würden. Und Gott hat sich auch entschieden, an Weihnachten etwas zu beenden, was er nicht angefangen hat. Und aus seiner Deckung zu kommen und sich auszuliefern den Menschen, ohne zu wissen, was sie machen würden. Und das ist das, was Weihnachten ist. Der Beschluss auf Frieden und die Handlung, die darauf folgt. Veränderung beginnt immer damit, dass jemand etwas anfängt oder etwas beendet. Was können wir für uns jetzt mitnehmen für die Woche vor Weihnachten? Wenn wir auf unsere Familien schauen, auf unsere engsten Beziehungen, wir merken, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollen. Es fängt an mit dem Erkennen, dass ich etwas tun kann. Ich kann etwas tun. Mit dem Verzicht auf mein Recht zu richten, indem ich meine Steine nehme, auf mein Recht verzichte und sie weglege und mich entscheide zu retten. Mit dem Verzicht auf meinen Status, nämlich, dass ich im Recht bin und ich hätte es nicht nötig, ich muss nichts machen. Das ist mein Status, ich verzichte drauf und ich mache den ersten Schritt auf den anderen zu. So wie der Opa Oskar, der gesagt hat, ich mache einen Schritt auf meine Amy zu. Was hält uns ab? Was ist das, was uns abhält, das zu tun? Angst, Stolz, Verletzungen? Ja, genau diese Dinge. Opa Oskar hat gesagt, und was ist, wenn ich mich nicht traue? Ich habe Angst, dass sie mich ablehnt. Und diese Angst lähmt uns und hält uns zurück. Und deswegen ist für mich der letzte Punkt der wichtige und der entscheidende. Und jetzt hör genau zu. Mit Weihnachten kam mehr als ein gutes Beispiel in die Welt, wie Veränderung geschehen kann. Mit Weihnachten kommt die Kraft in die Welt, die Veränderung möglich macht.
Jesus hat uns nicht nur ein gutes Beispiel gegeben, sagt, guck mal, wenn du das genauso machst wie ich, dann wirst du es genauso hinbekommen, sondern er sagt, nein, nein, ich bin der Heiland. Ich bin in diese Welt gekommen, ich bin der Heiland. Zwei Dinge, die Gott an Weihnachten möglich gemacht hat, ist einmal die Beziehung zwischen ihm und uns, diese ursprünglichste Beziehung wiederherzustellen. Dass der Heiland und der Mensch wieder zusammen sein können, das kannst du nicht machen, das kann ich nicht machen, das kann nur Gott selber machen. Und uns die Kraft zu geben, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wieder heile werden und wieder zu dem werden, was gedacht war, wenn du das kannst, dann bist du ein Heiland. Und Jesus Christus ist der Heiland, der uns erschienen ist. In der Weihnachtsgeschichte kommt dieser Satz vor: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland erschienen. Und das wünsche ich mir, dass wir das erleben an Weihnachten, dass dieser Heiland mit seiner Kraft wirklich in unserem Leben aktiv wird, Gott sich einmischt, dieses Wunder tut, was wir vielleicht selber nicht tun können, weil wir zu tief verletzt sind, und einfach diese Beziehungen zwischen uns wiederherstellt, aber vor allem, weil er die Beziehung zwischen sich und uns wiederhergestellt hat. So, ich würde sagen, wir sind startklar, wir können nach Hause fahren. Gibt es einen letzten Kommentar vielleicht, was Sie uns wünschen können, Herr Busfahrer, für unsere Reise oder für die Menschen, die diese Botschaft gehört haben? Trauen Sie sich. Seien Sie mutig. Denn uns ist in jener Nacht der Heiland geboren. Ja, wir danken unserem Pastor Henning Krocker aus dem Kraichgau für diese Predigt aus dem wundersamen Weihnachtsbus und natürlich auch unserem Busfahrer. So spart man übrigens Personal. In Personalunion beides gespielt, auch bei unserem Musical. Und wisst ihr, Weihnachten ist vielleicht nicht immer das Fest der großen Veränderung. Aber in der Predigt von Henning haben wir gehört, dass es immer ein Fest der kleinen Anfänge sein kann. Vielleicht müssen wir das einfach mitnehmen aus dieser Predigt, aus diesem Tag heute, dass wir immer die Möglichkeit haben, damit anzufangen. Wir können mit dem Ärger anfangen, aber wir können mit dem Frieden anfangen. Gott hat uns diese Wahl gegeben. Und ich finde das auch wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, dass wir nicht alles aus uns selber tun müssen. Wenn wir meinen, wir bräuchten nur ein gutes Vorbild, dann könnten wir ein Buch lesen, um gute Menschen zu werden. Aber ich glaube, das reicht nicht. Henning hat recht, wenn er sagt, wir brauchen auch die Kraft zur Veränderung. Und mit Weihnachten kam nicht nur ein gutes Vorbild auf diese Welt, nämlich Jesus Christus, sondern wie wir glauben als Christen, auch seine Kraft kam in diese Welt, seine Versöhnungskraft, seine Kraft der Liebe, seine Kraft zu heilen und Verletztes wieder gut zu machen. Es geht also um weit mehr als nur darum, jetzt das Richtige zu tun, sondern es geht darum, sich mit diesem Jesus zusammenzuschließen, von dem die Kraft kommt, überhaupt das Gute zu tun, von dem die Liebe kommt, die uns fähig macht, auch wieder andere zu lieben. Also wenn es heißt, einer hat damit angefangen, dann ist das schon richtig damals an der Westfront. Da hat einer damit angefangen und das hat dazu geführt, dass die Soldaten in jener Nacht nicht aufeinander geschossen haben, sondern miteinander Stille Nacht gesungen haben. Und dass diese Nacht für diese Männer und für viele, die diese Geschichte nachher gehört haben, zu einer besonderen Nacht wurde. Und wir möchten euch ermutigen, einfach von diesem Tag ausgehend, in diese letzte Woche vor Weihnachten und dann auch in diese Weihnachtszeit hineinzugehen in der Gewissheit, dass er, nämlich Jesus Christus, auf diese Welt gekommen ist, um uns die Kraft zu geben, damit anzufangen. Mit dem Guten anzufangen, mit dem Glauben anzufangen, mit dem Frieden anzufangen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir sind sehr dankbar, dass wir nicht alles aus uns selber tun müssen, dass wir in dir mehr haben als ein Vorbild, einen guten Menschen, eine gute Lehre, sondern dass wir uns heute mit dir zusammenschließen können als die Kraft, die wir brauchen zur Veränderung. Und das tun wir jetzt.
Wir schließen uns jetzt wirklich zusammen mit dir, Herr Jesus, und bitten, dass deine Kraft durch deinen Heiligen Geist jetzt in diesem Moment in die Situation hineinkommt, in der wir Veränderung brauchen. Und dann bitten wir dich, dass du uns zeigst, wo der kleine Anfang steckt, wo dieser Moment ist, wo wir einen Schritt gehen sollen, wo dieser Moment und diese Situation ist oder dieser Augenblick, wo wir aus der Deckung unserer Schützengraben herauskommen sollen und Frieden anbieten können. Ich bete, dass dort, wo Versöhnung notwendig ist in den Familien oder auch in den Verwandtschaften, dass dort Deckungen abgebaut werden können an Weihnachten 2017 und dass mit der Versöhnung angefangen wird, dass es Richtung einem guten Frieden geht, Herr Jesus, und dass es jetzt beginnt in diesem Moment in uns. Mach uns zu Friedensstiftern, mach uns zu Botschaftern deiner Liebe und deiner Versöhnung und deines Evangeliums, Herr Jesus. Darum bitten wir dich, damit diese heilige Nacht, die vor uns liegt am nächsten Sonntag, mehr wird als eine Erinnerung an etwas, was einmal war vor vielen tausend Jahren, sondern zu einer Nacht wird, die unsere eigene Nacht heute 2017 erhält. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir weitergeholfen und du hattest eine spannende Begegnung mit Gott. Falls du mehr über ICF erfahren möchtest, kannst du uns gerne auf www.icf-karlsruhe.de besuchen. Du kannst uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Unter info@icf-karlsruhe.de kannst du alle deine Fragen zu ICF und dem Glauben loswerden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.